Ja, hallo, ich bin der Gregory. Ich bin der Marketing- und PR-Manager von Gameloft in Deutschland und wir haben uns heute hier versammelt, um euch Modern Combat 5 zu zeigen. Das ist eine noch nicht ganz fertige Version des Spiels. Es ist eine Demo und da sind ein paar Sachen drin, die wir euch zeigen können, um ein paar neue Eindrücke zu kriegen vom Spiel. Wir sind hier im Übersichtsscreen, so möchte ich es mal nennen, wo wir unsere aktuell ausgewählte Charakterklasse sehen können. Und links kriegen wir aktualisierte Stats rein vom Multiplayer und vom Singleplayer. Die Multiplayer-Daten hier, die sind nicht wirklich richtig, weil in dieser Demo der Multiplayer-Modus noch nicht fertig mit drin ist. Aber bevor wir ins Spiel wirklich reinspringen, zeige ich euch kurz unsere vier Klassen, die wir jetzt in Modern Combat drin haben. Das ist erstmal der Assault. Die Klassen definieren sich vorwiegend durch ihre spezifische Waffenauswahl. Der Assault, dann haben wir den Heavy, den Recon und den Sniper. Jede Charakterklasse hat ihre eigenen Perks hier unten, wie man sie sehen kann, die eben dazu helfen, die Charakterklasse weiterzuentwickeln und zu verbessern für Singleplayer und Multiplayer. Denn das ist das Ding, eine große Neuerung bei uns ist, dass der Charakterfortschritt, also hier oben sieht man mein aktuelles Level, der läuft jetzt sowohl über Singleplayer als auch Multiplayer. Das heißt, ich sammle sowohl im Singleplayer-Mission als auch im Multiplayer XP, die eben auf das gleiche Konto laufen. Sozusagen auf den gleichen Spielfortschritt. Diese SP-Punkte, die man braucht, um die Perks hier zu aktualisieren bzw. neue hinzuversetzen, kriegt man durch das Beenden von Missionen im Singleplayer und durch das Erfüllen von bestimmten Zielen über das gesamte Spiel verteilt. Waffen haben wir wie immer sehr viele dabei, sehr detailliert. Hier in der Version sieht man jetzt schon, wir haben noch ein kleines Auflösungsproblem hier in dieser Build. Das heißt, eigentlich solltet ihr hier mehr sehen und vor allem solltet ihr mehrere Individualisierungsmöglichkeiten sehen für jede einzelne Waffe. Zum Beispiel kann man die Mündung ändern und die Magazingröße. Also wir können hier zum Beispiel sehen, dass wir hier das, was uns jetzt gerade nur angezeigt wird, normalerweise wird eben mehr angezeigt, aber wir sehen jetzt hier dieses Mündungsemblem. Und so können wir uns die bisher freigeschalteten Mündungen anschauen, sehen, wie die sich gegenseitig unterscheiden durch die Rates und die Stärken und Schwächen. Und dann eben eine nehmen und ich bleibe bei der, die jetzt eh schon equipped ist. Und so unser Spiel nochmal, oder beziehungsweise unsere Waffe, die wir im Spiel benutzen, nochmal individualisieren, um mehr unserem persönlichen Geschmack entgegenzukommen. So, und dann fangen wir an. Generell ist es wichtig zu erwähnen, dass wir bei Modern Combat 5 Wert darauf legen, dass wir das Ganze ein bisschen schneller, dynamischer, abwechslungsreicher gestalten als vorherige Teile. Das heißt im Endeffekt, dass die Missionen im Singleplayer deutlich kürzer sind als bisher und auch ein bisschen mehr so den klassischen Spielablauf brechen. Das heißt, dass eine gewisse kleine QTEs zum Beispiel reinkommen oder besondere Sachen wie vom Hubschrauber ausschießen und solche Geschichten. Ihr werdet davon schon ein bisschen jetzt sehen in der Demo. Aber das ist so der Hintergrundgedanke. Natürlich im Hinblick darauf, dass wir das so machen wollen, dass Modern Combat 5 sich eher dem klassischen mobilen Spieleverhalten anpasst. Also das heißt, dass man eben unterwegs mal schnell eine Mission spielen kann und nicht 20 Minuten an einer Mission sitzt. Das ist unsere Kapitelübersicht. Kapitel 1 ist der Start in Venedig und so ein bisschen Tutorial eigentlich und da gucken wir jetzt direkt mal rein.